Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Final Fantasy XV. Endlich angekommen. Ja, endlich. Ja, dürfen wir noch nicht speichern. Easy. Aber wir kriegen schon wieder so viele Erfahrungspunkte. Titans Prüfung. Okay. Und nun? Hey! Hier bin ich! Sprich gefälligst meine Sprache! Ich bin schließlich nicht zum Spaß hier! Hey, du spinnst wohl! What? Titans Angriff überleben. Was soll das? Dann habe ich wohl keine Wahl. Okay, Gladio rettet mich alles im Zweifel. Okay? Danke. Lass uns abhauen. Das ist aussichtslos. Ja, den Kampf können wir nicht gewinnen. Wir dürfen dein Leben nicht aufs Spiel setzen. Schnell! Au. Das kann ich nicht mal blocken. Weißt du, ich drücke blocken und nichts passiert. Hier sind wir ihm ausgeliefert. Lauf! Das sagst du so einfach! Hier rüber! Los! Und hoch da! Scheiße! Ich hasse sowas. Ich drücke blocken und nichts passiert. Nichts machen. Ich kann nichts machen. Muss ich mir erstmal einen Heiltrank reinknallen. Die Tanzarm zu schaffen. Au. Halt. Ein Trank. Geht es dir gut?
Ja, ich komme hier nicht mehr raus. Ah, doch. Ha, ich komme hier nicht mehr raus. Sehr schön. Titan hat mich in die Ecke gebackt. Jetzt hier raus. Ja. Prompto ist Rückstoß. Wenigstens hänge ich jetzt nicht in die Ecke gebacken. Hast du die Königsrunde, kannst du exekutieren. Okay. Achso. So, kommt das Rückstoß. Das mit der Spitze. Was tust du? Sonst war's das für uns. Noch besteht Hoffnung. Und Dämmerbrecher. Ah, die hat's alle zerlegt. Auch schön. Habe ich, doch. Feuerwehr ist nicht schlecht. Ich habe Titans Arm nicht gesehen, to be honest. Vorsicht! Au. Komm, schneid ihm den Arm ab. Haben einen Trick im Arm. Eisra. Woher haben die Eisrahmen? Mit Verlaub. Schluss mit lustig. Woher haben die auf einmal Eisrahmen? Alle noch da? Ja.
gerade so. Ist es endlich vorbei? Hä? Was ist los? Was macht er? Titan! Doch, verdammt! Was passiert jetzt? Das war Luna. Sie ist hier gewesen? Darum hast du... Wut. Mist, wir sitzen fest. Das sieht nicht gut aus. Das Imperium. Na gut, jetzt muss man sich den wohl ausliefern. Freunde! Guckt nicht so verwirrt. Hat es denn bei meinem Namen nicht schon Klick gemacht? Nennt mich einfach Arden. Isunia. Der Kanzler von Niflheim? Zu euren Diensten. Ich bin nämlich hier, um euch zu helfen. Ich tue euch nichts, vertraut mir. Obwohl, im Grunde habt ihr ohnehin keine Wahl. Hüpft rein! Oder wollt ihr lieber sterben? Ich sehe keinen anderen Ausweg. Gehen wir. Komm, Noct. Schon gut. Errungenschaft von Göttern und Königen. Hat das Siegel des Riesen ein Zeichen von Titans Segen erhalten. Was auch immer ich damit tun kann. Aufgabe abgeschlossen. Yay. Schade, kein Level Up. Oh, schön. Ah, nicht so schön. Okay. Wir haben noch Platz für 25 Fotos. Na, und sonst so? Willkommen zum Loading Screen Simulator. Ja, manchmal muss man auch ein bisschen entspannen, ne? Und so ein Loading Screen hilft halt schon dabei. Mal ein bisschen runterkommen, ein bisschen abschalten. Dum 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 da dum da dum da 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 da. Ah. Was für ein Glück, dass ich gerade in der Gegend war. Und was willst du jetzt mit uns tun? Überhaupt nichts. Ich setze euch lediglich an einem sicheren Ort wieder ab. Und das, obwohl du aus Niflheim bist? Prompto, sag doch nicht so etwas. Oder willst du uns etwa erzählen, dass alle Niflheimer böse sind? Wie? Nein. Hey, Noct. Was ist mit dem Regalia? Den holen wir gleich. Ja. Schnellstmöglich. Arden. Bist du uns nicht feindlich gesinnt, so bitte ich dich, uns hier abzusetzen. Du willst Stratege sein? Da ist alles voll mit Soldaten. Und hier wollt ihr raus? Du brauchst dir überhaupt nicht solche Sorgen zu machen. Ich setze euch schnellstmöglich in Sicherheit ab. Hab keine Angst, sagt der Vergewaltiger. Auf dass ihr den Regalia unversehrt wiederfindet. Einige Tage später auch schön.
ging Oberkommandant Ravus Nox Fleury auch auf die Straßensperren der letzten Tage ein. Wir haben Grund zur Annahme, dass die Terroristen, die hinter den Angriffen auf die Zitadelle stecken, in der Region Daska untergetaucht sind. Die Straßensperren wurden errichtet, um die Festnahme zu beschleunigen. Wir sind fest entschlossen, die Bevölkerung vor dieser Bedrohung zu bewahren. Er betonte, dass die Armee ihre humanitäre Hilfe in Insomnia fortsetzen wird. Und nun eine Meldung zu den zahlreichen Erdbeben, die die Regionen Daska und Klain erschütterten. Die imperiale Armee sagte dazu Folgendes. Unsere Forscher konnten bestätigen, dass Bewegungen Titans die Ursache der Erdbeben waren. Um die Bewohner der Regionen vor weiterem Schaden zu bewahren, haben die Tiere immer unschädlich gemacht. Augenzeugen bestätigen, dass Titan von der Kautesplatte verschwunden ist. Ich fass es nicht. Was sollen wir denn ohne den Wagen machen? Warten wir erstmal, bis Sydney die örtlichen Werkstätten abgeklappert hat. Machen wir uns doch nichts vor. Die Niffen haben die Karre. Dein Regal hier ist verschwunden. Nice. Dann könnte uns ja dieser verrückte Kauz wieder helfen. Kanzler Isunia? Er stellt ein Problem dar, keine Lösung. Also, was nun? Wir warten, bis Sydney sich bei uns meldet. Bis dahin gibt's qualmende Socken. Guck mal, Umbra! Ein Hund? Der Segen der Sechs. Ob er eine Nachricht für uns hat? Umbra folgen. Einmal nach Lestalum. Wo rennen wir denn jetzt schon wieder hin? Gentiana! Ah, ich dachte Sephiroth. Der Kristall hat seine Wahl getroffen. Vor dem Erwählten des Lichts liegt die Segnung durch Ramun. Geebnet wird ihm der mühsame Pfad von der Kanagi. Von Nula? Wo ist sie jetzt? Im Auge des Sturms. Nach der Segnung wartet sie mit dem Ring auf den Erwählten des Lichts, wo das Wasser herrscht. Beeile er sich. Das war eine der Emissäre. Wie Luna ist sie eine Art Medium für die Götter. Oh. So langsam wird mir das eine Nummer zu göttlich. Möchtest du dem Sticker eine Nachricht hinzufügen? Richte Luna aus. Ah, stimmt. Dass es mir gut geht. Und dass ich bald bei ihr sein werde. Die Götter gaben den Menschen den Kristall, damit er ihnen Wohlstand bringe. Aber warum steht er denn bei uns in Lucis? So hilft er den anderen ja überhaupt nicht. Weil der König ihn schützen muss. Nur er ist dazu imstande. Der König? Also mein Vater? Ja. Wow, das habe ich nicht gewusst. Eines Tages, wenn der wahre König erwacht, erhält er die Kraft. Damit dies geschehen kann, haben Lucis Könige ihn seit Jahr und Tag verteidigt. Der Kristall hat mich gewählt, oder? Ja, nur der vom Kristall erwählte wahre König vermag jene zu strafen, die die Sterne vernichten wollen. Aber wie soll ich das denn schaffen? Mit meiner Hilfe. Ich bin doch die Kanagi. Echt?
Die Kanagi hat den König zu unterstützen. Echt jetzt? Also gut. Die Bösewichte werden sich wundern. Bestimmt. Der König schenke ihr Gehör. Diese Stimme wird den König geleiten. Berstendes Grollen und gleißendes Licht verbinden Himmel und Erde. Der König muss den Sturm bezwingen. Ramus Segen. Noctis muss sich eine weitere Astralkraft aneignen. Berühre die drei Steine Ramus, die in der Region Duskay verteilt sind. Auf dem Rücken eines Chocobos lassen sich die langen Strecken besser bewältigen. Wenn Luna Freya den Ring aufbewahrt, haben wir eine Sorge weniger. Also treffen wir sie in Altissia. Ja, wir brauchen ein Boot. Vielleicht sollten wir es in Kaim versuchen. An den geheimen Docks? Möglich. Ich frag mal Iris. Und, was machen wir dabei? Wir suchen den Donnergott. Neuer Tag, neuer Gott. Einkauf. Wenn du Waffen brauchst, bist du hier genau richtig. Lufttanzsäbel. Was? Brennere? Mithrillanze, Entermesser. Das ist schön. Ich decke mich jetzt noch ein bisschen mit Zeug ein. Verhängnis. Das finde ich auch gut. Will ich haben. Drachenschild. Ich kämpfe nicht mit Schild, also ist das für mich ein bisschen nutzlos. Die Willenskraft. Die Magie. Bewahrt vor. Why? Man sieht sich. Okay, dann frage ich bei ihm nochmal nach, ob er. Womit kann ich heute dienen? Jagdmission hat. Und sonst? Alles in Ordnung bei euch? Ja. Bist du da sicher? Ja, schon. Komm hier einmal bis Nacht warten. Lasst euch nur nicht unterkriegen. Wo ist denn das? Ah, da oben. Okay. Aber bei mir gibt's demnächst Essen. Das möchte ich gerne auch essen. Deswegen, ja, bedanke ich mich an der Stelle bei euch für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.